aufbauen. Nicht schnell reich werden, rich werden, so wie es auch viele Leute natürlich auf den Social Medias, auf den sozialen Medien und den Plattformen vorleben. Und das soll es hier nicht gehen. Das Ganze, was ich betreibe, ist auf Langfristigkeit ausgelegt und ich möchte euch heute einfach einen Einblick geben. Natürlich am Ende nehme ich mir gerne auch noch Zeit für Fragen. Können natürlich gerne ein FAQ machen. Ansonsten hätte ich heute mit euch vorgehabt, euch meinen Plan zu präsentieren. Den Plan, nach dem ich arbeite, den Plan, nach dem ich in Aktien, ETFs investiere, warum ich das mache, warum es Sinn macht, sich ein Portfolio aufzubauen, auch die Möglichkeiten am Ende des Tages, die sich ergeben, weil man sich ein sauber geführtes, gut diversifiziertes, vom Risiko ja auch ausgewähltes Aktien- und ETF-Portfolio aufbaut. Klar, warum jetzt auch eine gute Zeit ist zu investieren, ganz klar, warum genau jetzt es auch Sinn macht, damit zu starten, falls ihr noch nicht investiert. Und gleich mal eine Frage an euch. Investiert vielleicht schon hier wer vom Call in Aktien? Vielleicht mal in den Chat eine 7. Wenn schon wer in Aktien wie, keine Ahnung, Meta, Apple, Amazon oder auch in ETFs, Fonds generell investiert, würde mich einfach mal interessieren. Einfach zum Schauen auch, wo ich die Leute dann abholen kann. Da kommen schon ein paar 7. Okay, ein paar investieren schon. Könnt gerne in den Chat schreiben, in was ihr genau investiert. Würde mich jedenfalls interessieren. Und. Okay, auf eToro, ja, ist so der Klassiker mit 13, okay, cool. MSCI World, absoluter Klassiker. Genau, perfekt. Okay, also ein paar Leute investieren schon, cool. Finde ich persönlich sehr nice. Ich muss sagen, der erste Schritt aber vorm Investieren, und das ist jetzt dann gleich mal auch das erste Learning von mir an euch, ganz wichtig, es wird auf den Calls immer betont, aber schreibt wirklich mit, macht euch Notizen, okay? Und dann aber das Entscheidende, setzt diese Notiz noch um. Weil nur Wissen, das ihr auch anwendet, okay, ist Wissen, was euch wirklich nach vorne bringt, was die Nadel bewegt, was am Ende des Tages auch den Kontostand nach oben bewegt, okay? Also ganz, ganz wichtig. Und deswegen möchte ich mal beginnen mit dem Step 1 dieses Punkteplans in Bezug auf Investieren langfristig, sich was aufzubauen. Und dieser erste Schritt, das sollte immer sein, ihr braucht eine Sparreserve, okay? Ihr braucht einen Notgroschen, einen Emergency Fund. Auf Englisch, der muss auf der Seite sein. Warum ist dieser so wichtig? Der ist wichtig, weil, wenn ihr jetzt investiert und ich sage ihm, okay, ihr baut euch ein Portfolio auf, ist ganz egal, worin, ETFs, Fonds, Aktien, vielleicht auch Kryptos. Und ich sage immer, life can happen oder life happens. Im Leben passiert was, was ihr nicht geplant habt, okay? Keine Ahnung, wir nehmen als Beispiel, ihr habt eine Trennung, müsstet dann mehr Miete zahlen, euer Auto geht kaputt, ihr seid aber angewiesen auf euer Auto, dass ihr zu eurem Job kommt, dass ihr zu Meetings kommt, etc. Keine Ahnung, oder noch anderes Beispiel, eure Waschmaschine geht kaputt, ihr werdet auch mal eine Waschmaschine brauchen, weil sonst könnt ihr euer Gewand nicht waschen. Also so ganz basic Dinge, die aber doch mehr Geld kosten. Wo denkt dann der Mensch daran, wie er das löst? Ja, okay, man denkt sich dann vielleicht, man nimmt sich das Geld von seinen Investments raus. Und das ist aber gefährlich, weil wenn man langfristig investiert, sollte dieses Geld über Jahre, okay, wir reden hier von Jahren, da komme ich nachher auch noch zum Sprechen, was man für einen Zeithorizont hat, wenn man professionell langfristig investiert und wenn man da dann so schnell das Geld rausnimmt, weil eben im Leben was Unvorhergesehenes passiert, kann man natürlich Verluste kassieren. Und dann ist es ganz gefährlich, dass sich Leute denken, okay, das Ganze funktioniert ja doch nicht oder macht nicht Sinn, ich investiere nicht mehr und bin dann wieder im 0815 Hamsterrad gefangen. Und deswegen ist es ganz wichtig, Leute, das ist mir wirklich ein Anliegen, dass ihr euch eine Sparreserve aufbaut. Dazu gibt es ein ganz einfaches System. Ich habe das damals von meinem Onkel, der ist doch Finanz- und Vermögensberater tatsächlich hier in Österreich beigebracht bekommen, wie ich eigentlich ein kleiner Junge, sage ich mal so 12, 13 Jahre alt war, okay? Der hat mir das damals erklärt, auf dem Level, wie man es halt damals gut verstehen kann. Und das System ist furchtbar simpel. Das erkläre ich jetzt noch kurz und dann machen wir weiter mit dem Plan, warum Aktien, warum ein ETF-Portfolio, wie kann man damit auch in Immobilien investieren. Frage ich dann nachher nochmal in den Chat, wer Bock auf Immobilien hat. Aber jetzt machen wir mal noch die Sparreserve fertig. Und das Ganze erfolgt nach dem Drittelprinzip. Okay, Leute, also ihr solltet es schaffen, dass ihr von euren Einkommen, die Zahl X, ganz egal, was ihr im Monat verdient, wenn ihr normal basic arbeiten geht, immer dieselbe Summe bekommt, wenn ihr Network betreibt, jeden Freitag Payday ist, wenn ihr tradet, ganz egal, von den Gesamteinkommen, das ihr habt, solltet ihr es schaffen, ein Drittel auf die Seite zu legen und von zwei Drittel euer Leben ganz normal leben zu können. Und da ist es auch wichtig, schreibt mit eure Ausgaben. Es gibt auch viele Apps. Wichtig ist, wenn ihr professionell arbeitet, ihr müsst einen Überblick über eure Finanzen haben. Ihr müsst genau wissen, was sind eure Fixkosten, was sind dann zum Beispiel Fixausgaben, ganz wichtig, DRM-Autoship, die Miete, Handyvertrag,
keine Ahnung, Gym-Abo, Autoversicherung, das sind Fixkosten. Ich schreibe mir das Ganze persönlich auch seit 4 Jahren mit. Auch alltägliche Kosten. Was braucht ihr am Tag? Was braucht ihr für Essen? Was braucht ihr für Trinken? Keine Ahnung, was braucht ihr für Kaffee, Zigaretten? Ganz egal. Und das Dritte sind dann noch die Extrakosten. Wenn ihr euch mal was gönnt, wenn ihr mal essen geht, wenn ihr mal sagt, okay, ihr braucht neues Gewand oder keine Ahnung, was bei mir das letzte Mal, ich glaube, ein Aufladekabel für mein Handy tatsächlich. Das kaufst du halt auch nicht alle Monate. Aber das sind halt so extra Dinge. Und ihr solltet damit schaffen, dass ihr genau einen Überblick über eure Finanzen habt und wisst, okay, so viel gibt ihr aus. Und so viel habt ihr zur Verfügung. Und dieses Drittel, was am Anfang zur Seite liegt, okay, dieses Drittel solltet ihr so lange zur Seite legen, bis ihr 6 Monate lang mindestens eure Fixkosten abdecken könnt, okay? Weil dann passiert genau nicht der Punkt, wenn jetzt im Leben was Unvorhergesehenes passiert, und ihr Geld braucht, dann könnt ihr auf diese Sparreserve zurückgreifen. Und dann auf langfristig gesehen, wenn ihr das geschafft habt, okay, dass ihr von 2 Drittel, die überbleiben, euer Leben ganz normal lebt, habt ihr ja dann immer ein Drittel zur Verfügung. Und wenn ihr wirklich dann langfristig euch, ja, sag ich mal, Wealth aufbauen wollt, Wohlstand, dann muss dieses Drittel investiert werden. Entweder in Forex Trading, entweder in Aktien, entweder in ETFs, in Fonds, Edelmetalle, Kryptos, ganz egal. Aber ihr solltet so schaffen, dass ihr wirklich euer Leben bestreitet, dass ihr im Hustlen seid, dass ihr auch versucht, natürlich euer Einkommen immer zu erhöhen und dieses eine Drittel dann immer zu investieren und das Ganze über Jahre lang. Und jetzt vielleicht gleich mal eine Frage in den Chat. Wer hat eigentlich mal Bock, sich eine Immobilie zu holen? Oder wer findet Immobilien, ein Haus, eine Eigentumswohnung, die macht Sinn, darin zu investieren? Oder wer hätte mal gerne eine? Ist meistens so, kommt schon einiges in den Chat. Im Prinzip die Frage, wenn man das 100 Leuten diese Frage stellt, sagen eigentlich 99 ja, macht Sinn. Das wissen die meisten Leute, das ist allgemein bekannt. Da braucht man sich nicht großartig mit Investments irgendwie beschäftigen. Und ich persönlich habe mir immer gedacht, okay, wie machen das eigentlich die Superinvestoren, also die ganz großen Big Player? Die bekommen immer mehr Immobilien. Man hört, der kauft sich da einen Nebenwohnsitz dort auf einer Insel. Dann hat er insgesamt vielleicht mal 10, 15 verschiedene Immobilien. Aber der verliert deswegen nichts von seinem Gesamtvermögen. Also habe ich mir immer gedacht, okay, wie machen die das eigentlich? Gibt es da einen Geheimtrick? Und im Prinzip dürfte ich dieses System von meinen Educator, von denen ich, sage ich mal, 70%, Patrick Kenny, ist eh. SFX und FX Educator bei AM, vielleicht kennt ihn wer, könnt gerne in den Chat schreiben. Durch den habe ich beigebracht bekommen, der Junge ist jetzt 27, müsst ihr euch vorstellen. Stammt aus den USA, aus der Mittelschicht, hat mit 17, 18 mit Forex Trading begonnen, hat Forex Trading profitabel als Hebel, als Sprungbrett benutzt, hat sich mittlerweile 3, 4 Unternehmen aufgebaut, hat mittlerweile einen Net Worth im Eight-Figure-Bereich, okay, im Eight-Figure-Bereich besetzt 2 eigene Immobilien, hat sich letztens mit 26 auch ein Lambo gezogen, nur einfach um so ein bisschen zum zeigen, das soll jetzt nicht irgendwie Income Claims sein oder irgendwie, keine Ahnung, einen Flex darstellen, aber der hat dieses System genauso auch umgesetzt, was ich euch heute kurz erklären will oder euch die Ausschnitte daraus zu geben und zu zeigen, wie eben Superinvestoren arbeiten. Und da ist ganz entscheidend, die kochen auch mit Wasser, die kaufen genauso Aktien wie Apple, wie Microsoft, wie Amazon, okay? Was machen die dann aber? Wenn sie jetzt sagen, okay, ein Superinvestor, der kauft sich jetzt vielleicht kein normales Haus, wo er drin wohnen will, sondern er kauft sich ein Haus, wo er dann die Wohnungen vermieten kann, okay? Also sozusagen ein Mietshaus, sagen wir mal, kostet 5 Millionen Euro oder Dollar. Der sagt dann nicht, okay, er zahlt das ganze Cash, auch wenn er es zur Verfügung hätte, weil er schon lang genug im Game ist, vielleicht auch selbst ein Unternehmen hat, ein großes, das gut Gewinne abwirft. Der geht genauso zur Bank und fragt mal nach einem Kredit. Der fragt mal, hey, was könnt ihr machen? Ich möchte das Ganze finanzieren lassen gerne. Okay? Der 0815-Mensch, wenn er das macht, wird sich jetzt kein 5-Millionen-Objekt kaufen. Sagen wir mal, okay. Er hat keine Ahnung von Investments, wird sein ganzes Leben lang 50 Jahre noch arbeiten müssen, bis zur Pension bei uns, keine Ahnung, vielleicht einmal mit 70, 75 oder 80, keine Ahnung, und möchte sich jetzt ein Haus bei der Bank holen, holt sich einen Kredit. Dann muss jeder Mensch Sicherheiten vorweisen. Also, ihr bekommt nicht einfach einen Kredit, wenn ihr der Bank nicht irgendwie zeigen könnt, okay, ihr könnt ansatzweise mit Geld umgehen, ihr habt das auf der Seite gespart, das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich da die eine oder andere Illusion von manchen gleich zerstöre, ist besser, sie wird jetzt zerstört und ihr fangt wirklich an, euch was aufzubauen und habt dann immer Möglichkeiten. Und was machen die Superinvestoren? Die Superinvestoren, die sagen, okay, die nehmen ihr Aktien- und ETF-Portfolio, wo sie, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 100 Millionen in Aktien und ETFs investiert haben und sagen zur Bank, okay, das ist meine Sicherheit, okay? Also wenn das Immobilienprojekt, das Mietshaus, nicht funktioniert, sind die Sicherheiten mein Portfolio. Natürlich, die Superinvestoren wissen ganz klar,
ihr Projekt funktioniert. Die nehmen einen Kredit auf, die haben einen Bauträger, die bauen dieses Wohnhaus auf, haben dann eine Maklerin-Agentur, die vermietet dann die ganzen Wohnungen. Und dann ist ihr Ziel, die Mieteinnahmen von den Wohnungen sind schon mal etwas höher wie der Kredit, den sie der Bank zurückzahlen müssen. Das heißt, von der Differenz generieren sie schon wieder passives Einkommen, ohne dass sie irgendwas machen müssen. Dieses passive Einkommen investieren sie gleich wieder in die Aktien und ETF-Portfolio und dann machen sie das Game immer wieder, wieder und wieder. Und so funktioniert das, dass sie nichts von ihrem Geld hergeben müssen, quasi sich diesem System bedienen und dieses System, okay, wenn ihr startet, muss ich gleich mit diesem Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, um 5 Millionen sein. Lass es 500.000 sein, lass es gut 300.000, wenn wir in Österreich jetzt mittlerweile auch schon für ein vernünftiges Haus zahlen müssen. Aber ihr könntet dann die Summe X für euer Wunschobjekt einsetzen und könnt dieses System genau gleich anwenden. Vielleicht in den Chat, wie hört sich das an für euch? Ist das schlüssig? Soll ich vielleicht nochmal was erklären? Ist mir aber ausgestiegen. Aber dieses Wissen solltet ihr verstehen, warum macht es Sinn, Aktien, ETFs, also Exchange Traded Funds. Problem ist nämlich ein bisschen, ich investiere selber in Kryptos, sage natürlich, das ist eine Riesenmöglichkeit des 21. Jahrhunderts. Nur, wenn man sich mit den ganzen beschäftigt und sagt, okay, ich hätte ja eigentlich ein Kryptoportfolio, kann ich das dann auch der Bank zeigen? Das funktioniert aktuell nicht und das wird leider auch in den nächsten 7, 8, 10 Jahren nicht funktionieren, weil der Kryptomarkt, das ist für Banken einfach zu volatil. Das stellt auch in gewisser Weise natürlich, liegt in der Natur von Kryptos, bin ja kein Profi, aber natürlich auch eine Bedrohung ein bisschen für das Bankensystem da. Und deswegen werdet ihr nicht wegkommen. Hingegen Aktien-ETFs gibt es schon seit über 100 Jahren an einer Börse gehandelt und die stellen, wenn man das Ganze wirklich sauber investiert und wirklich Ahnung davon hat, und das schenkt dann auch der Bankberater oder die Person, die für die Kreditvergabe zuständig ist, dann kann man sich eben mit dieser Möglichkeit bedienen wie die Superinvestoren, hat einen zusätzlichen Bonus, natürlich Inflation, wird jeder wissen. Sein Geld wird weniger wert oder es verliert an Kaufkraft, man bekommt weniger von seinem Geld. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich spare das Ganze wieder nur noch 15 Mensch, der bekommt ja auch einen Kredit. Cool, sparst jetzt vielleicht 10 Jahre und bei der Inflation jetzt von rund 10%, naja, frisst ihr das Geld, sage ich mal, mittlerweile nach einem Jahr 10% weg. Und wenn ihr das Ganze aber in Aktien investiert, nimmt ihr natürlich die Bewegungen der Wirtschaft mit, profitiert von den Märkten und schützt so auch euer Geld vor Inflation. So, und das ist sozusagen der Schritt, wie man darauf hinarbeitet, sich das aufbauen zu können, sich am Ende des Tages eine Immobilie zu holen oder sich diesen, ja, Trick ist es eigentlich nicht, nur wenn man es eben weiß, diesen Gameplan umzusetzen. Wie kann ich euch da helfen? Wie es Stelle am Anfang schon angesprochen hat, ich persönlich beschäftige mich eigentlich mit Aktien wirklich intensiv, seit ich 18 bin, also jetzt schon seit über 5 Jahren auch. Habe natürlich da auch immer schon, wie ich jünger war, noch Einblicke gehabt von meinem Onkel. Verfolge seit es die SFX Academy gibt seit September, da auch Patrick Kenny. Davor, ich trade nebenbei genauso auch Forex, habe ich ihn schon 2 Jahre gefolgt. Er hat damals auch schon immer, wie es SFX nicht gab, immer schon dieses Wissen ein bisschen in seinen Sessions angesprochen. Und jetzt ist es eben so mittlerweile, ja, im deutschsprachigen Raum gibt es irgendwie eine Marktlücke. Es teacht eben keine SFX. Und ich habe mir gedacht, okay, diese Lücke, wenn die Leute Interesse haben, wenn es bei der Community gut ankommt, würde ich gerne in naher Zukunft schließen. Und vielleicht waren einige auch hier vielleicht mal in den Chat auf dem Bootcamp, was ich letzte Woche gehostet habe, vielleicht mal zum Überblick. Stelle hat da, glaube ich, den Link eh mit auch euch geteilt. Sonst gibt es auch Recordings, wo dieses ganze System, wo ich jetzt mal gesagt habe, okay, was ist der Grundplan, was man machen kann, runtergebrochen, dann auch wirklich genau, wie baut man sich sein Portfolio auf was ist da zu achten, was sind so die Anfängerfehler. Wie analysiert man die Unternehmen? Was macht man in den Charts? Welche Seiten, welche Analyse-Tools verwende ich? Und wie analysiert man auch die Märkte genauso fundamental? Genau diese Möglichkeiten, keine Sorge, Bootcamp wird jetzt so schnell natürlich keines mehr stattfinden, aber es wird wöchentliche Zoom-Calls geben. Auf diesen Zoom-Calls möchte ich jeden Einzelnen abholen, möchte ähnlich schon wie auf Go-Live-Sessions anfangen. Welche Unternehmen machen sinnvoll? Wie kann ein Portfolio ausschauen? Wie viele Unternehmen soll man in sein Portfolio packen? Und so weiter und so fort. Das Ganze, da wird ein Flyer kommen, das werde ich weiterleiten. Eben kurz Werbung in meiner eigenen Sache, wenn es eben wen interessiert, wen das heute abholt und wenn ihr das genauso am Ende des Tages feiert, eben wie Daniel, dann würde es mich auf jeden Fall natürlich freuen, euch auf diesen Session eben begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, wir werden dort alles Wichtige Schritt für Schritt mitnehmen. Das Ganze ist natürlich auch cool, weil es halt jetzt noch nicht go live, okay? Also gewisse Sachen, so wie welche Broker verwende ich oder dass ich genau calle, das kaufen wir da oder das kaufen wir dort, ist natürlich nicht drinnen. Wir werden es aber so transparent eben aufbauen, dass jeder mitkommt. Natürlich haben wir dort einige Freiheiten und mich würde es auf alle Fälle freuen,
Wenn heute das so ein Klickmoment ist für manche und sagen, okay, sie wollen beginnen, eben da langfristig zu investieren, sich das wirklich seriös aufzubauen, auch dieses unternehmerische Denken, okay, langsam zu bekommen und zum Vermitteln, ist für mich auch ein Ziel. In gewisser Weise, wie funktionieren Investments, in was kann man eben sonst noch alles investieren? Das werden so die Inhalte sein. Vielleicht mal in den Chat, wie hört sich das an? Hätte da der ein oder andere Bock drauf? Könnte das Mehrwert für euch bieten, sozusagen auch dann eben im Hinblick, wenn sich wer eine Immobilie holen will oder was auch immer, für die Altersabsicherung, ganz egal, oder eben einfach um euer Geld von der Inflation zu setzen, okay? Ja, zu schützen. Chat geht gut ab. Freut mich auf alle Fälle. Freue mich, wenn das Ganze für euch eben Value eben bringen kann nach diesem System. Vielleicht einmal in den Chat, soweit alles klar oder hat wer eine Frage? Vielleicht um das jetzt gleich einmal zum Klarstellen. Genau, ich schaue mal in den Chat und mache schnell auf. Danach werde ich dann meinen Bildschirm teilen und denke, es würde Sinn machen, gleich vielleicht mal ein bisschen euch einen Einblick zu geben. Mitunter in welche Unternehmen investiere ich, welche Seiten verwende ich zum Analysieren. Das ist, denke ich, auch für die meisten Leute ganz interessant, dass ihr da ein bisschen einen Einblick bekommt. Perfekt, alles klar bis jetzt. Wunderbar. Dann würde ich jetzt einfach mal schnell mein Bildschirm freigeben. So, freut mich. Danke für das liebe Feedback. Sonst einfach immer in den Chat. Ich erkläre gerne die Dinge dann noch ein zweites Mal, dass das Ganze dann natürlich für alle verständlich ist. Genau, perfekt. So, hier sind wir auf Trading View. Das Ganze natürlich ist keine große Hexerei. Wenn ihr selber am Forex Train seid, werdet ihr die Trading View kennen zum Analysieren. Funktioniert genauso bestens auch für Aktien oder eben ETFs. Genau, hier das ist zum Ignorieren. Wie gesagt, ich trade auch Forex. Hier geht es aber primär um diese Liste hier. Und hier seht ihr einfach schon mal ein paar Unternehmen. Die meisten werden Englisch können und eben das übersetzen. Denkt mal als kleiner Hinweis. Hört euch das gerne, gebt den Recording ab, fotografieren, anschauen. Das sind mitunter Unternehmen, in die ich persönlich sinnvoll finde, zu investieren. Das sind genauso auch Unternehmen wie Leute wie ein Warren Buffett, ein Charlie Munger, ein Bill Ackman, ein Bill Gates. Vielleicht mal in den Chat, ob ihr von denen schon was gehört habt. Also die Superinvestoren. Das sind genauso Unternehmen, in die diese Superinvestoren investieren. Ich habe das Ganze auch, ist auch cool schwarz auf weiß. Also wenn es wen interessiert, auf den Zoom-Calls werden wir mal unter anderem von Warren Buffett das Portfolio anschauen. Öffentlich, eins zu eins, welche Unternehmen das er kauft, welche Unternehmen das er hält, welche Unternehmen das er verkauft. Weil ich persönlich finde es immer sinnvoll, mich an den Leuten zu investieren, die dort, also zu orientieren, die dort stehen, wo ich hin will. Und dann genauso dementsprechend zu agieren und auch zu investieren. Und es gibt eine Seite, die veröffentlicht diese Daten. Ich kann euch das Ganze hier mal kurz zeigen und anteasern. Aber diese Unternehmen, viele von diesen Unternehmen, sind genauso Unternehmen, worin die größten Investoren auf der ganzen Welt ihr Geld investieren. Und dann denke ich mir natürlich, wenn die das machen, warum macht das dann nicht auch Sinn? Oder warum sollte denn das auch ich nicht machen? Genau. Hier sind eben so ein paar Unternehmen. Ich scroll das hier mal runter. Könnt ihr euch das anschauen? Dann kommt vielleicht die Frage, okay, abgesehen davon, dass das Superinvestoren machen, weil eben nur Copy and Paste wissen, sage ich immer, ist ein bisschen gefährlich. Man sollte halt auch selber wissen, warum macht es Sinn, in diese Unternehmen zu investieren. Ich mache das so, ich mache das nach dem Value Investing Prinzip, okay? Also ich analysiere eigentlich, wenn wir jetzt als Beispiel einfach mal hier Tesla nehmen. Unternehmen gar nicht primär am Chart. Der Chart ist für mich eigentlich, muss ich ehrlich sein, das Letzte, auf was ich achte. Ich habe so hier ein paar Dinge eingezeichnet, würde jetzt aber heute für den Call zu weit in die Tiefe gehen. Was ich mache, ich nutze die Seite Yahoo Finance oder Yahoo Finanzen auf Deutsch. Ich kann das hier mal für euch aufmachen. Warum Yahoo Finanzen? Ich habe die Seite von meinem Educator und auch Mentor Patrick Kenny eben so übernommen. Also er analysiert genauso auf die Seiten. Es gibt natürlich genauso andere Seiten, die denselben Value bieten, um ein Unternehmen analysieren kann. Man gibt hier einfach in die Suchleiste Tesla ein. Und einfach jetzt mal kurz erklärt, ich schaue dann auf die Finanzen des Unternehmens, mache mir einen Überblick nach einem Rating-System, mit diesem Rating-System, was ich dann eben auch gerne allen Leuten dann in Zukunft auf GoLive, wenn es eben passt, beziehungsweise auf den Zoom-Calls in näherer Zukunft vermitteln möchte, ist ein System, wenn ihr das könnt ihr, indem ihr hier auf die Bilanz schaut, also keine Angst, wenn ihr in diesem Fall halt die Gewinn- und Verlustrechnung, wenn ihr ein bisschen eine wirtschaftliche Basisbildung oder vielleicht auch in diesem Bereich Ausbildung habt, wir werden hier jetzt nicht irgendwie stundenlang Bilanzen durchwälzen auf den Zoom-Sessions, es soll darum gehen, dass ihr euch
einen schnellen Überblick machen könnt anhand von, ja, 4, 5 Klicks. Und wenn ihr wisst, auf was ihr schaut, dass ihr dann sagen könnt, okay, ihr bewertet das Unternehmen. Zum Beispiel, ich kann ich auswendig sagen, Tesla ist ein Unternehmen mit der Bestnote. Das qualifiziert schon mal Tesla sehr gut. Danach schaue ich zum Beispiel auf den Chart und mache das ganz simpel. Bei den Aktienmärkten immer der Daily Chart. Das heißt, da investieren wir, da analysieren wir wirklich langfristig. Also man kann natürlich ganz klar auch in Unternehmen und Aktien kurzfristig traden. Aber da bin ich der Falsche. Also wirklich traden. Ich bin hier, damit ich mein Wissen im Bereich Investments investieren, also langfristig, 5, 10 Jahre steigend den Leuten vermittle. Für das Kurzfristige dient für mich der Forex-Markt. Einfach, dass ihr da auch noch Bescheid wisst. Auf was schaue ich dann im nächsten Schritt bei Tesla? Okay, wir wissen anhand von dieser Seite, haben wir jetzt einen Überblick ja, verschafft. Zum Schauen, okay, das Unternehmen steht finanziell gut. Im Prinzip ist es natürlich wichtig, dass ihr in Unternehmen investiert, die langfristig bestehen bleiben. Weil natürlich, wenn ihr jetzt habt, Apple, Microsoft als Beispiel, Amazon, die gehen jahrelang. Und natürlich, wenn ihr investiert, was ist das Wichtigste? Immer, dass ihr euer Kapital schützt, dass ihr ein Unternehmen investiert, was noch lange bestehen wird, was nicht irgendwie Probleme hat. Und deswegen macht es natürlich Sinn, als ersten Schritt zu analysieren, was sind wirklich die Wirtschaftskennzahlen im Hintergrund, wirtschaftet das Unternehmen, wie gut steht das Unternehmen da. Dann könnt ihr natürlich auch mit einfließen lassen, hey, ein Beispiel jetzt von Tesla, wie viele Teslas seht ihr am Tag an euch vorbeifahren? Seid ihr vielleicht selber Besitzer eines Teslas? Wer aus der Familie, ein Bekannter, der Nachbar, wie kommt das Produkt an? Was hat es für einen Ruf? Und dann im nächsten Schritt natürlich an den Chart, messe ich einfach beim letzten All-Time-High, das ist jetzt keine tiefgehende Analyse, man sieht das Ganze hier recht schön und ich habe auch Tesla im Zuge vom Bootcamp letzte Woche analysiert, nehmt dann einfach hier das Preisspanne-Tool, markiert das letzte High, zieht runter und sieht dann bis zum aktuellen Preis, Tesla hat ungefähr seit dem letzten All-Time-High 54 oder 55% aufgerundet investiert und jedes Unternehmen, was über 50% korrigiert hat, stellt eine super Kaufoption dar. Gerade auch im Sinne, wenn es trotzdem wirtschaftlich aufgrund von dem Value Investing Analyseprinzip, was ich euch auch gerne beibringen möchte, gut dasteht, ist das ein großes Rufzeichen und es macht Sinn, unter vielen Gesichtspunkten eben in dieses Unternehmen zu investieren. Und das sind jetzt einfach so ein paar Punkte für euch. Wie investiere ich? Wie soll das Portfolio aufbauen? Ganz wichtig ist, diversifiziert, also teilt euer Risiko auf. Ihr werdet sicher schon mal, wenn der ein oder andere Forex tradet, vielleicht mal in den Chat, wer alle am Forex-Markt unterwegs ist, wer hat schon mal was von Risk Management, von Proper Risk oder Money Management gehört? Sollten natürlich die meisten hören, sonst würden gleich mal so ein paar Alarmglocken bei mir angehen. Oder bei den Uplines, ganz wichtiges Thema, ist genau auch dasselbe bei Aktien, ETFs. Ihr sollt genauso auch nach dem Prinzip, wie ich mein Portfolio aufbaue, für ein Unternehmen wie Tesla, Apple, Amazon, nur 2% von eurem Kapital, was ihr investieren wollt, riskieren. Und auch genauso viel Wissen, was ihr eben schon von Forex habt, genauso könnt ihr mitnehmen für SFX. Vielleicht auch das noch zum Erklären für die Netzwerke. Wenn sich jetzt einer fragt, so, ja, okay, Raphael, du erklärst das Ganze, ich möchte auch mal Immobilie, aber so wirklich, sage ich mal, abholen zum Investieren tut mich das Ganze nicht. Wenn jetzt eben primär sagt, ihr betreibt Network, warum macht SFX Sinn? Wenn ihr das Ganze, wie die meisten Organisationen, hier auch auf das Ein-Part-Paket, also auf zwei Academies aufbaut, dann wird es eigentlich immer so sein, oder meistens so der Fall sein, die erste Academy mit Forex, TBX oder DCX sein, je nachdem, was die Upline selbst macht. Dann stellt sich natürlich immer die Frage, okay, möchte die Person einen Online-Shop aufbauen? Möchte die Person oder reist die Person wirklich viel, dass TLX auch einen Sinn macht? Und dann, wenn aber eigentlich so im Raum steht, okay, als zweite Academy, was soll er machen? Empfehle ich jeder Person SFX, weil du kannst kurzfristig traden, du kannst bei SFX langfristig investieren lernen, das Mindset von den Leuten muss aufgebaut werden, ein Portfolio muss betreut werden und natürlich darauf geachtet werden. Tätigt man Veränderungen, nimmt man eine Position raus, eine Position dazu, wie geht es dem Unternehmen etc. Das Ganze natürlich ist dann auch wieder mit Wissenserweiterung verbunden und ihr könnt auch so Leute langfristig an der M und an die Company binden. Okay, also das vielleicht auch für die Networker ein ganz großer Punkt, warum SFX so sinnvoll als zweite Academy wirklich auch die Langfristigkeit. Ich dann bin dafür da, dass ich den Leuten das Ganze trainiere, mein Wissen weitergebe, die Leute in diesem Bereich ausbilde, educate, dass sie auch dann wirklich davon profitieren können.
Aber vielleicht auch noch ganz wichtig eben für die Edu also nicht für die Educator, für die Networker, genau, für die Networker unter euch, eben zum Klarmachen, warum kann das auch einen Sinn machen oder einen, sage ich mal, naja, einen großen Sinn machen, Leute dann auch in weiterer Folge auf SFX zu closen, wie es am Stelle eben am Anfang sozusagen gesagt hat, um auch dieses Paket ihnen vorzuschlagen und ihm so auch wirklich langfristig helfen zu können. Genau. Grundsätzlich von Überblick her, wäre es das von meinem Part? Jetzt vielleicht gleich einmal in den Chat. Gibt es Fragen? Ganz allgemeine Fragen, haut vielleicht gleich einmal rein, wie es so aussieht. Und je nachdem, wie viele Fragen das kommen, schauen wir dann, wie ich euch noch bestmöglich ein bisschen Mehrwert bieten kann, auf was ich dann noch eben eingehen soll. Genau. Gehst du bei deinen Zoom-Sessions, ich lese die Frage immer vor, dass das alle mitbekommen, ohne den Chat aufmachen zu müssen, aufs Unternehmen, wie, so, die du im 20+5-Prinzip investierst ein? Ja, klar, natürlich werden wir auf das eingehen. Warum nicht? Weil das natürlich in meinen Augen gute Investmentmöglichkeiten darstellen. Wenn das ich selber in meinem Portfolio habe, werden wir natürlich auf diese Unternehmen drauf eingehen. Kann man Aktien auch mit Forex-Strategien kürzer? Ja, kann man. Das kann man. Ich mache nachher nochmal eine Bildschirmfreigabe und zeige mal her, was die Company aktuell an englischsprachigen Educator zur Verfügung stellt oder die eben teachen bei M of Go Live. Da gibt es unter anderem Carolyn Boyden, sehr bekannte Frau, wirklich auch brutales Wissen. Die tradet Aktien kurzfristiger. Also man kann das Ganze auch intraday-mäßig wirklich machen. Wie gesagt, für mich persönlich, ich mache das im Forex-Bereich und Aktien stellen für mich langfristige Investmentmöglichkeiten dar. Genau. Aber gibt es bei AIM und GoLive genauso. Wie gesagt, da bin aber ich nicht der richtige Ansprechpartner, zeige das aber gerne dann noch im Anschluss auch her, wo ihr das Ganze finden könnt, wenn ihr das lernen möchtet. Wann bist du wieder im Steinbüro? Ja, persönlich bin ich noch gerade ein bisschen stressig diese Woche. Kann aber sein, dass ich im Mai gerne mal wieder vorbeischaue. Für die anderen Leute, ich bin nämlich auch aus der Nähe. Wo Stelle eben herkommt in Österreich, genau. Wie heißt die Seite nochmal, wo man schauen kann, in welche Unternehmen die Superinvestoren investieren? Die Seite, die ich verwende, das ist Dataroma. Ich kann dann auch nochmal den Bildschirm freigeben, schreibe dann einfach nochmal in den Chat einfach Superinvestoren-Seite oder Dataroma, dann zeige ich das gerne nochmal her, genau. So, welche Voraussetzungen braucht man, dass man GoLive-Educator wird? Ja, das ist grundsätzlich nicht genau gescriptet. Natürlich braucht man Ergebnisse. Man muss sich mit der Materie natürlich schon lange beschäftigen. Man muss natürlich den Leuten Value bieten können. Es muss von der Community natürlich angenommen werden. Wie gesagt, ganz entscheidend im Forex-Bereich kann ich das eben erklären. Andreas Fauster werden auch viele kennen. Habe ich mich ja auch von einem Monat, ich bin mit ihm so auch wegen anderen Dingen ein bisschen mehr in Kontakt neben Patrick Kenny, das ist vielleicht auch ein Nugget. Sucht euch wirklich einen Educator, den ihr trustet und folgt dann wirklich diesen Educator. Mit Folgen meine ich, bei mir ist es so, Patrick Kenny, ich folge ihm jetzt bald, ja, 2,5 Jahre, schreibe mit ihm jetzt auch mittlerweile in Insta, tausche mich da auch aus, studiert wirklich diese Person, okay? Ganz wichtig. Und beim Forex Trading natürlich jetzt im SFX-Bereich, kann ich jetzt nicht genau sagen, die Requirements, beziehungsweise ja, im Endeffekt sozusagen ist das natürlich dann anders wie beim Forex Trading, wenn man langfristig investiert. Aber beim Forex Trading wird zum Beispiel einfach die Account Performance ein halbes Jahr mindestens einfach getrackt, dass man da wirklich profitabel ist. Dann natürlich muss man eben auch vor Leuten eben sprechen können. Das Ganze muss natürlich auch Mehrwert vermitteln können. Und dann im Prinzip, ja, kann man mal als Upline herantreten und das Ganze weitergeben an den Chairman in der Organisation. Ja, und dann mal schauen, ob eben Nachfrage besteht, ob ein Platz frei wird, ob vielleicht ein Educate aufhört. Und so im Prinzip kann ein Prozess ausschauen. Aber das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich und kommt natürlich auch auf den Bereich dann drauf an, wo man sich spezialisiert hat und wo man dann auch teachen möchte. Genau. So, Yahoo Finanzen. Ja, also Yahoo Finanzen. Ich greife das einfach so auf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was die Person oder der liebe Andreas genau mit dem Kommentar meint. Aber Yahoo Finanz ist nicht die Seite, wo man sieht, was die Superinvestoren investieren. Das ist Dataroma, Yahoo Finanzen oder Yahoo Finance verwende ich einfach, um Unternehmen quasi vom wirtschaftlichen Aspekt her zum Analysieren. Das war die Seite, die ich euch eben zuerst kurz gezeigt habe. Genau. Aber vielleicht sonst nochmal die Frage anders stellen, wenn damit was anderes gemeint ist, bitte. Genau. Was sind deine Top 5 Aktien zum Halten über 5 Jahre. Ich zeige euch das Ganze dann her. Meine Top 5 Aktien sind eigentlich auch die Top 5 Aktien eines Warren Buffetts, eines Bill Ackman, eines Charlie Mungers, beziehungsweise generell der Superinvestoren. Genau.
Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Was sind deine nächsten Ziele im Bereich SFX? Ja, Ziele, einfach mein Portfolio weiter aufbauen. Überlegen, wenn das Ganze passt, auch mit der Zinslage in Bezug auf Immobilien. Natürlich ist jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, wenn man eben weiß natürlich, dass die Inflation hoch ist, die Zentralbanken oder generell die Staaten, die Volkswirtschaften schauen müssen, diese Inflation für den kleinen Mann, der brav arbeiten geht, Steuern zahlt, dass er sich sein Leben leisten kann, nach unten zu drücken. Das heißt, sie müssen natürlich die Zinsen anheben. Die Hausbanken sind natürlich dann genauso gezwungen, die Zinsen anzuheben. Kredite sind derzeit hoch. Aber im Prinzip ist mein Ziel im SFX-Bereich genau das Ziel, die Vision, was ich euch teachen möchte, da weitermachen und genauso Step by Step, ja, Jahr für Jahr mein Portfolio am Wachsen zu sehen, genau, oder weiter wachsen zu lassen. Du nutzt Aktien als langfristige Investition. Was benutzt du für kurz- und mittelfristige Investitionen? Kurzfristig, ganz klar, ich trade am Forex-Markt. Ich trade dort eine eigene Strategie von Patrick Kenny. Ist aber Swing Trading, also es ist auch nicht wirklich Short-Term Scalpen oder sage ich mal Intraday Trading, ist genauso ein paar Wochen in den Positionen bleiben. Ist für mich aber super entspannt. Trade ich auch schon seit über 2 Jahren profitabel, macht mir riesen Spaß. Das ist so um die kurzfristige, ich sehe das genauso als langfristig, also den Zinseszinseffekt zum Ausnutzen sollte eh jedem klar sein, zum Compounden am Trading-Account. Aber für kurzfristig bin ich da unterwegs, genau. Welche Erwartungshaltung sollte man bei SFX mitbringen? Ja, ganz klar, Erwartungshaltung langfristig, so das Mindset natürlich, was auch auf den Sessions dann von mir vermittelt wird. Natürlich, wenn du hier bei ihm grundsätzlich bist, die Idee, das Konstrukt von Chris Terry ist natürlich super. Du kannst dir auf der einen Seite dein Einkommen, indem du Network betreibst, aufbauen ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Nur, dass du einen Plan eigentlich vorgelegt bekommst, wirklich reinhustlst, Leute überzeugst, ihnen das zeigst, was er eben für Möglichkeiten hat, was es für Educator gibt, was es dort für Leute gibt im Seven-, Eight-Figure-Net-Worth-Bereich, die Wissen dort weitergeben, die dort wöchentlich wirklich eine Session halten. Wenn ihr euch dann wirklich dieses Wissen holt, das Ganze wirklich langfristig auf Jahre aufbaut, könnt ihr euch natürlich in Positionen bringen im Leben, sage ich jetzt mal, ja, dass ihr vielleicht mit in euren 30ern dann seid, dass ihr fertig seid und eine andere Person, die das Wissen eben nie bekommt, ja, die muss halt dann bis 70 Jahre arbeiten gehen. Also Erwartungshaltung, da würde ich mal sagen, Grenzen sind keine gesetzt. Es kommt immer darauf an, was du daran für einen Aufwand reinsteckst. Bei mir ist es auch so, ich bin jetzt seit bald 3 Jahren dabei und ich schaue die Sessions von Patrick Kane immer noch genauso. Ich versuche keine Session zu verpassen, okay? Es hat ein Jahr gegeben, ich bin nebenbei genauso berufstätig. Nebenbei bei der Arbeit. Ich habe trotzdem versucht, die Sessions zu schauen. Also es war wirklich ganz entscheidend. Sucht euch nochmal einen Go-Live-Educator, einen Mentor, folgt diesen und studiert diesen auch wirklich, okay? Und dann seht ihr, was hat er für Ergebnisse, von was spricht er und arbeitet euch langsam selber dorthin. Genau, vielleicht auch das als Teaching zum Mitgeben. Genau. So, perfekt. Ich glaube, aktuell sind die Fragen beantwortet. Ich werde jetzt dann einfach gleich nochmal meinen Bildschirm freigeben. Genau. Und zeige euch gleich einmal noch die Seite, beziehungsweise dass es da keine Verwirrung gibt. Yahoo Finanzen nutze ich zum Analysieren der Unternehmen und der Leitfaden, die Seite, wo man eben wirklich transparent sieht, aufgrund eines Gesetzes in Amerika, dass das eben auch diese Superinvestoren wirklich veröffentlichen müssen, einfach um auch Geldwäsche, sage ich mal, oder gewisse dubiosen Transaktionen oder, sage ich mal, ja, genau, ja, Handel, Käufe, Verkäufe eben transparent wirklich vorzuweisen, sind eben in Amerika Investoren, die 100 Millionen Euro in Aktien investiert oder 100 Millionen US-Dollar in deren Fall natürlich investiert haben, das Ganze zum Veröffentlichen. Was macht eben Dataroma? Also hier ist die Seite, also hier ist die Seite mit dem Url, genau. Könnt ihr euch auch abfotografieren oder gleich unter Favoriten legen. Diese Seite veröffentlicht dann einfach genau diese Daten. Und jetzt, weil mich zuerst eben wer gefragt hat, ihr könnt dann hier auf S&P 500 Grid klicken und ihr könnt dann hier genau sehen, ihr geht dann hier auf Last 6 Months Buys. In welche Unternehmen? Und wie gesagt, die kochen mit Wasser. Ich denke, jeder hier im Call will mal was von Amazon, Meta, Microsoft, Google, Disney, Apple gehört haben. Okay? Also die ersten 1, 2, 3, 4, 5 sind wir bei 6. Du hast gesagt, die fünf. Persönlich, natürlich, ich weiß das schon ein bisschen auswendig, weil ich mich damit beschäftige. Rufzeichen, 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 Rufzeichen. Im Prinzip kannst du hier Rufzeichen genauso machen. Also, wenn ich jetzt im Hintergrund noch überlege,
wo wir noch größere Rufzeichen setzen, sind dann eben im nächsten Schritt genau die wirtschaftlichen Analysen. Ihr könnt dann hier genauso eben dann auch Amazon geben. Werden wir jetzt nicht machen, dann seht ihr, wie Amazon eben wirtschaftlich dasteht. Dann gehen wir an den Chart, schauen zum Beispiel, wie stark Amazon korrigiert hat und entscheiden dann zum Beispiel, wenn man auch sagt, okay, man supportet selber Amazon, man hat dort schon mal was bestellt oder man kennt viele Leute, die dort was bestellen. Bei mir ist das zum Beispiel so, würde das unterschreiben, dass Amazon eine beliebte Marke ist. Dann entscheidet ihr eben, okay, ergänzt sich in mein Portfolio oder ergänzt sich nicht. Plus, ihr habt hier noch einen übersichtlichen Durchschnittswert von 84 US-Dollar. Zu diesem Preis, also als Mittelwert, eben diese Superinvestoren investiert haben und das Unternehmen gekauft haben. Und die wissen natürlich schon aufgrund von ihrer Erfahrung, aufgrund ihres Insiderwissens auch, wann ist es gut, ein Unternehmen zu kaufen. Und wenn wir jetzt hier schauen, einfach bei 84 Dollar, das letzte Low war hier circa bei 81. Im Durchschnitt haben die Superinvestoren hier bei 84 investiert. Ist, glaube ich, nicht so schlecht gecallt. Wenn wir das Ganze jetzt weiter durchgehen und wir nehmen Meta, sind wir bei 120. Wenn wir jetzt zu Meta gehen, Investoren, ja, circa hier ist, glaube ich, auch noch ein guter Kaufbereich, okay? Hier im Schnitt. Natürlich gibt es welche, die waren besser, welche, die waren schlechter. Wenn wir jetzt weiterschauen, ein drittes machen wir noch. Nehmen wir Microsoft bei 239 oder rund 240 US-Dollar. So kann man dann zum Beispiel analysieren, das sind jetzt auch schon Nuggets, genauso wie ich den Chart analysiere. Wir haben gesagt, um die 240. Ja, dann sind wir jetzt auch hier rund im Bereich, habe ich hier auch eingezeichnet. Und das könnte natürlich auch für diverse andere Unternehmen dann eben nützen und zum Schauen, hey, wann haben da die Superinvestoren investiert? Ist der aktuelle Kurs besser oder schlechter? Kann ja genauso ein Indikator sein, das Unternehmen zu kaufen oder nicht. Aber im Prinzip handel ich genauso, wie es diese Superinvestoren machen. Und deswegen sind für mich das auch die Unternehmen, die wirklich danach schreien, einen Platz in ein Portfolio zu bekommen. Genau. So, perfekt. Genau, auf das wollte ich noch eingehen. Jetzt nochmal zurück, schaue ich nochmal in den Chat. Genau, da kommt schon nämlich die nächste Frage. Sind von 100 Euro im Monat gleich mit 20 plus 2 Prinzip aufbauen oder lieber eher nur so 4 Aktien auf eine gewisse Summe aufbauen und dann in die nächste? Das musst natürlich du wissen. Also, wie gesagt, ich kann eine genaue Investmentberatung eben abgeben. Im Prinzip, du kannst das Ganze splitten nach dem Dollar-Cost oder Euro-Cost-Average-Prinzip. Einfach immer stur am selben Tag eine Summe einzahlen und dann sozusagen von Marktbewegungen für und gegen dich gleichermaßen profitieren. Das Ganze ist natürlich extrem zeitsparend und ist auch statistisch belegt, am Beispiel vom SPX oder S&P 500. Viele werden den von euch beim Forex Trading unter den SPX 500 kennen. Belegt, dass wirklich erfahrene Investmentbanker und Hedgefondsmanager es nicht geschafft haben, indem sie versucht haben, den Markt immer genau an gewissen Tagen, wo sie einfach gedacht haben oder nach ihren Analysen nach, was ein guter Investmentzeitpunkt ist, da Geld reinzulegen. Wenn jetzt eine andere Person, wirklich ein 0815 Mensch, wirklich immer beispielsweise im Monatsersten über 10 Jahre die Summe X, also diese 100 Euro oder Dollar in den S&P investiert hat, dann hat die Performance dieses 0815 Menschen, nur dass er immer am gleichen Tag die Summe investiert hat, hat die Performance an Renditen, an Prozent, hat diese wirklich professionellen Investmentbanker, Hedgefondsmanager, die tagtäglich nichts anderes machen, wie sich mit der Börse zu beschäftigen, geoutrankt. Also die haben das geschlagen. Und deswegen ist eigentlich der Cost-Average-Effekt super mächtig. Ich empfehle ihn jedem, benutze ihn selber genauso. Und zusätzlich, wenn ihr euch dann eben Wissen aneignet, warum jetzt eben zusätzlich so ein guter Zeitpunkt ist, noch ein bisschen mehr zum Investieren, kann man das eben auch super kombinieren und kann dann eben so auch versuchen zum Aufbauen, sich dieses 20 plus 2 oder 20 plus Portfolio zum Aufbauen. Genau. Wie funktioniert das mit Dividenden bei Aktien? Ja, manche oder einige Unternehmen, die eben an der Börse gelistet sind, die Aktien ausgeben, zahlen zusätzlich, sage ich immer, als Bonus, als Zuckerl, sagt man uns in Österreich, Dividenden aus. Das muss ein Unternehmen nicht machen. Das machen dann meistens Unternehmen, die schon langfristig am Markt sind, die gerade nicht so im Wachstum sind, die eben quasi im Geld, auch was sie selbst erwirtschaften. Dividenden sind dann nichts anderes wie Geld aus dem Cashflow, das sie sozusagen als Zusatz dann an die Investoren, an die Aktienbesitzer auszahlen, einfach damit die Aktienbesitzer einen zusätzlichen Anreiz haben, weiter in das Unternehmen zu investieren, die Aktien zu halten. Ich mache es zum Beispiel so, diese Dividenden werden sofort reinvestiert. Das heißt, die bekomme ich. Wenn ich sie bekomme, investiere ich sie gleich wieder
weiter. Das ist sozusagen für mich einfach ein Bonus. Aber natürlich, wenn du dann ein Portfolio aufbaust und es wächst und es größer wird, mal in den Five-Six-Figure-Bereich, dann kann man natürlich auch mit Dividenden wiederum passives Einkommen generieren. Und genauso machen es ja auch Superinvestoren, genauso wie mit Miete. Weil damit du Dividenden bekommst, brauchst du nichts machen, wie einmal zu klicken, die Aktie zu kaufen, das Unternehmen zu halten und dann kommt eben vierteljährlich oder jährlich, je nachdem, wird dir halt dann die Dividende gut geschrieben. Genau. So, schauen wir mal, ob es hier noch Fragen gibt. Aktuell nicht. Perfekt. Grundsätzlich, ja, was bleibt denn vielleicht noch abschließend zu sagen? Ah, hier kommt noch eine Frage. Gibt es eine Liste von Unternehmen, die Dividenden zahlen? Ja, das kann man eigentlich recht simpel über Google, sage ich mal immer, über Dr. Google herausfinden. Das ist keine große Wissenschaft. Man kann aber natürlich dann auch bei, gebe hier nochmal einen Bildschirm frei, bei TradingView dann sehen, zum Beispiel Microsoft hier an diesen blauen Ds, das sind dann auch alte, die wir dann auf den Zoom-Sessions besprechen, wie hoch die Dividende ist, wann sie immer ausgezahlt wird und zum Beispiel als Gegenbeispiel Tesla. Da gibt es halt Ds, das heißt, Tesla zahlt Dividenden aus. So kannst du das zum Beispiel einfach, wenn du bei Trading für ein paar Unternehmen suchst, ganz einfach herausfinden. Oder du googelst das natürlich einfach, beziehungsweise kann man ja auch nehmen, dass man monatlich diese Dividenden bekommt. Da spricht man dann von einem Dividendenportfolio, das ist auch cool. Das ist auch eine Möglichkeit. Für mich persönlich ist ein Dividende immer nur ein Bonus, das heißt, ich wähle nicht das Unternehmen aus, das die größte Dividende zahlt, weil für mich ist es einfach so nice to have, wie gesagt, ein Bonus, aber eben kein Must-have. Vielleicht hilft dir aber aufgrund der Dividendenfrage hier auch noch eine Liste von mir, weil ich habe mir das schon mal rausgelegt, einfach weil es mich interessiert hat. Dividend Stocks. Hier hast du ein paar Unternehmen. Wie gesagt, diese Unternehmen haben jetzt ein paar Mal so auch schon davon gesprochen. Das heißt, die decken beides ab. Stabile Dividenden plus, sage ich mal, langfristig gute Finanzdaten und interessant für Superinvestoren. Hier sind dann noch ein paar andere Unternehmen, die wir heute nicht genannt haben, die aber prozentual gerechnet sehr hohe Dividenden ausschütten. Genau. Gehe ich hier nochmal durch. Man sieht das dann hier. Und das sind unter anderem, wie gesagt, es gibt noch viele mehr, aber das sind unter anderem eben Stocks mit hohen Dividenden. Genau. Perfekt. So. Auf einmal fügt investieren. Ja, im Prinzip ist es wie bei Forex Trading, 20% sind das Skillset. Klar, man muss immer wissen, wie schaut seine Strategie aus. 80% sind dann Mindset. Okay, 80% bleibt an Finanzmärkten der Welt, ist immer so, ist dann Mindset. Ihr könnt einen Plan bekommen. Ich kann jetzt hier diesen, wie viel sind noch am Call? 30 Leute, fast alle, finde ich auch cool. Mega. Auch viele Cams an, ist natürlich auch immer so ein Zeichen von Respekt. Gefällt mir wirklich, wirklich super lieb. Ist natürlich dann auch ein Zeichen, um zu sehen, Leute, ziehen Sie das durch, weil ich kann jetzt euch dieses Wissen, genau diesen 30 Leuten, die jetzt bis am Ende dabei sind, dieses Wissen mitgeben. Und jeder setzt dieses Wissen nach dem Plan, sage ich mal, um, nach dem Skillset, nach diesen 20%. Aber die 80% Mindset, die werden dann entscheiden, wer sich wirklich langfristig dann mal so eine Immobilie holen kann, wer wirklich auch langfristig dabei bleibt, wer das durchzieht und wer dann am Ende vom Tag, wie ich am Anfang gesagt habe, wirklich die Nadel bewegt und, sage ich mal, ja, eben ein Leben kreiert, was halt, sage ich mal, sonst ja, viele Leute nur davon träumen können. Genau. Dividende an fixen Tagen oder ein Jahr, nachdem man gekauft hat. Bei Unternehmen in Europa ist es eben so, dass es oftmals jährlich ausgezahlt wird. Zum Beispiel, wo ich es auswendig weiß und da freue mich ich persönlich auch schon drauf, ist es bei der Allianz. Das werden vielleicht auch ein deutsches Versicherungsunternehmen, das eben auch Dividenden ausschüttet. Die machen das eben jährlich. Da kommt dann die Dividende jetzt nächstes Monat am 5. Mai. Die letzte Dividendenauszahlung war eben 2022 am 5. Mai. Da ist das meistens jährlich. Und bei den US-Unternehmen wird das meistens eben vierteljährlich gemacht. Also hier Februar, hier also quartalsweise. Hier dann nicht vierteljährlich, quartalsweise. Also doch vierteljährlich, genau. Also hier im November, davor im August, davor im Mai. Das hat sich einfach so eingebürgert, in Europa meistens jährlich und in Amerika ist das eben meistens vierteljährlich. Genau. So, perfekt. Genau, passt. Derzeit keine weiteren Fragen. Genau, im Prinzip den Link. Es gibt auch eine
SFX German Community Gruppe, die zum Austausch dient, wo dann auch die Links von den Zoom-Calls reinkommen. Ihr könnt gern dieser Gruppe beitreten. Stelle hat eh den Link, er wird das sicher gerne teilen. Ich drop hier noch auch mal schnell noch mein Insta, weil wir auch versuchen, das ein bisschen zum Aufbauen dann Figolive. Könnt gerne natürlich vom Call heute Stories posten, könnt mir auch gerne dort schreiben. Ist dann auch, denke ich, für Stelle ein bisschen angenehmer. Wenn ihr nämlich Fragen habt, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ist dann eben so, ihr könnt mir dann dort einfach schreiben, dann können wir auch gerne Nummern austauschen, soweit es eben geht. Wie gesagt, ich bin nebenbei auch noch beruflich tätig, mache noch zusätzlich eine Ausbildung, die Matura gerade nach. Aber im Prinzip ist so, wenn man mir schreibt, helfe ich den Leuten gerne. Wenn nicht gleich eine Antwort zurückkommt, habe ich vielleicht gerade Nachtdienst gehabt und Schlaf am Tag, aber innerhalb von 24 Stunden. Meistens schreibe ich den Leuten zurück und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich so gerne erreichen und mir gerne persönlich schreiben. Ansonsten von meiner Seite, checke ich nochmal ab, da kommt noch eine Frage. Also ist Dataroma sozusagen ein Blueprint zum Investieren für Anfänger? Jein, würde ich so nicht unterschreiben. Es kann dir als Anhaltepunkt dienen. Es kann dir eben zeigen, okay, das Mindset auch. Im Prinzip die ganz Großen kochen auch nur mit Wasser, kaufen auch nur Unternehmen, die du und ich und wir alle gemeinsam kennen. Im Prinzip ist es einfach ein Part, es ist ein Teil. Ich würde es einfach sagen, im Gesamtkonzept nach meiner Strategie nach ist es ein Teil. Und es kann für Anfänger ja als Anhaltepunkt dienen. Nur natürlich, wenn du jetzt weißt, okay, diese fünf Aktien, wenn du jetzt blind in diese Aktien investierst, überhaupt keine Ahnung von irgendeinem Risk Management hast, wirst du wahrscheinlich trotzdem, ja, sag ich mal, nicht lange bestehen. Genau. Oder es entgehen dir sicher Möglichkeiten und Wissen und Chancen eben, dann das Ganze eben noch besser und effektiver zum Betreiben. Genau. Und vielleicht ja noch zum Abschluss vielleicht auch noch ein Nugget, das ihr aufschreiben könnt. Kann jetzt auch vielleicht die ein oder andere Vorstellung und Illusion von wem zerstören, aber die 500 nach der Forbes-Liste, also die sind immer bewertet, reichsten Investoren, die investieren allesamt langfristig und analysieren fundamental. Das heißt, Support and Resistance Zone, Trendkanal, Fibonacci, ist denen alles egal. Ich persönlich analysiere natürlich auch technisch bei meiner Erfolgsstrategie, aber dort ist es auch so, weil es auch schon ein bisschen langfristig ist im Swing-Bereich, fundamentales Wissen. Das heißt, fundamentale Analyse ist im Prinzip nichts anderes wie Volkswirtschaftslehre, ist tatsächlich auch ein Fach, was man in Österreich studieren kann an der Uni, ist, denke ich, so ziemlich eines der wenigen Fächer, wo ich wirklich sage, macht Sinn, studier das, weil dann kannst du das wirklich auch finanziell für dich nützen, wenn du eben weißt, okay, was ist jetzt für eine Phase? Warum ist die Inflation so hoch? Weil eben während Corona so viel Geld gedrückt worden ist. Warum wird Zinsen jetzt erhöht? Warum macht es deswegen auch Sinn? Weil die Kurse korrigieren, dass man jetzt in ein Unternehmen investiert. Also auch diese fundamentale Komponente, wo viele Leute abschalten, aussteigen, möchte ich euch von null weg. Ich habe mich da früher auch wirklich null ausgekannt. Euch beibringen, euch teachen, dann auf den Sessions. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ich persönlich verwende Forex Factory, um das Ganze auch zu analysieren. Gibt aber auch viele andere Analyseseiten, ist eben die Seite, mit der ich begonnen habe. Vielleicht das auch noch als Nugget oder wenn sich das wer gleich zu den Favoriten legen möchte, dann um gleich durchstarten zu können, dann nächsten Sonntag auf der Zoom-Session Forex Factory, heißer Tipp, könnt ihr genauso das wissen, was ihr dann dorten oder was wir dann durchbesprechen, was ihr euch aneignen könnt, genauso vom SFX-Bereich auch fürs Forex Trading verwenden und darum ergänzt sich das Ganze, glaube ich, ganz gut. Von meiner Seite grundsätzlich war es das. Das waren so die wichtigsten Punkte, was ich den Leuten immer mitgebe nach dem Stepplan. Ich glaube, der Chat soweit sind auch alle zufrieden, haben ihre Fragen beantwortet bekommen. Ich sehe es eh, 22 Uhr Stelle. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Ich mache mich stumm, gebe dir noch die letzten Worte und bedanke mich bei euch. Hat mich sehr gefreut und macht's gut, Leute, und wir sehen uns. Ciao, ciao. So, sorry, Bro, ich musste zuerst den Host zurückholen, aber riesen, riesen Dankeschön. Nicht nur im Namen von mir, sondern im Namen vom ganzen Team. Im Namen vom ganz IAM eigentlich, weil ich weiß, diese Pionierarbeit so in dem Bereich, wo es eigentlich noch gar nichts gibt, ist nicht nur leicht und nicht nur am Anfang unterbezahlt, sondern du ebnest eigentlich den Weg für alle und boah, darum riesen, riesen Dankeschön, wirklich.
Leute, ich habe gerade, ihr habt es wahrscheinlich in der Teamgruppe schon gesehen, den Link in die Teamgruppe geschickt. Wenn sich jemand für SFX interessiert, einfach beitreten. Und Raffi hat es gesagt, er ist jederzeit am Start für euch, wenn ihr irgendwas braucht. Darum, riesen Dankeschön nochmal. Und Leute, was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, was mich fast am meisten fasziniert, und das ist so ein Punkt, es sollte sich jeder von den 24 Leuten, die gerade noch am Call sind, wirklich zu Herzen nehmen. Ich finde, ich habe ja Raffi damals kennengelernt als Networker und als Trader. Und ja, wie jeder von uns am Anfang natürlich als unprofitabler Trader, aber er hat das brutal, brutal ernst genommen. Und ihr seht alle, was daraus wurde. So, nur durch die Beziehung von seinem Educator und ihm hat er Trading profitabel gelernt, verdient damit sein Geld und baut jetzt SFX auf und wird später in den Bereich Immobilien gehen. Leute, das ist krank. Das ist wirklich krank. Ich habe ihn gefragt, Bro, wie läuft eigentlich Network Marketing bei dir? Er meinte, ich habe, glaube ich, vor einem halben Jahr das letzte Mal IPO gebucht. Und Leute, das ist genau das Schöne an der Company und das ist das, was ich wirklich jedem von euch ans Herz legen will. Baut eine Beziehung zu eurem Educator auf und ihr werdet fürs ganze Leben durch sein, in allen Bereichen. Es muss nicht genau Network für euch funktionieren oder genau Forex für euch funktionieren, okay? Aber damit, Raffi, nochmal ein Riesendankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Leute, bombardiert die Teamgruppe. Ihr wisst, Teamgruppenaktivität ist immer Momentum und damit sehen wir uns am Mittwoch wieder. Nächster Opportunity Call. Haut rein. Tschüss.